Ja, servus Freunde des Einsteiger Motorsports. Mein Name ist Hans. Herzlich willkommen auf meinem Kanal rund um das Thema Auto. Heute geht es mal um Fahrfehler auf der Nordschleife. Ganz genau genommen meine Fahrfehler auf der Nordschleife in der letzten Saison. Normalerweise weiß ich, ist jeder im Internet immer der stärkste und größte und schnellste. Aber ich möchte euch mal zeigen, welche Fehler ich letztes Jahr gemacht habe, so dass ihr euch davor bewahren könnt und hoffentlich eine unfallfreie Nordschleifensaison genießen könnt. Der erste Clip hier ist aus einer meiner ersten Nordschleifenrunden und das auch noch auf nasser Strecke. Der Himmel klart schon auf, aber die Strecke ist noch feucht und ich hatte noch keine Ahnung von der Regenlinie und komme dann hier auf die Kurve Brünnchen 2 zu und fahre dort auf den gummierten Teil der Strecke und das Auto kommt genau jetzt quer. Ich lenke gegen, dann kommt der Gegenpendler und beim Gegenpendler habe ich leider Panik gekriegt und bin auf die Bremse gestiegen und dadurch ist das Auto dann noch instabiler geworden und ich musste mehrfach gegenlenken und konnte nur mit Glück das Auto auf der Straße halten. Und man sieht auch hier kommt das Auto wieder quer. Also im Nassen solltet ihr euch unbedingt über die Regenlinie bewusst sein, damit euch sowas nicht passiert und das Auto so heftig ausbricht. Und zudem solltet ihr dann auf keinen Fall auf die Bremse steigen, weil die Gewichtsverlagerung im Auto nach vorne macht das Ganze dann noch instabiler. So, der zweite Clip ist in ähnlichen Bedingungen, aber da hatte ich schon mehr Fahrpraxis und war so 30 Runden Nordschleife gefahren. Hier ist der Asphalt zum Teil trocken, zum Teil nass. Und wir fahren hier auf den Streckenabschnitt Wippermann zu und ich bin im vierten Gang und schalte runter in den dritten. Und ihr seht, was passiert. Dadurch, dass das Auto beim Runterschalten mehr Drehzahl hat, macht es auf der Hinterachse quasi Motorbremse und zwar nur auf der Hinterachse. Das destabilisiert das Auto und das dann noch in der Kurve führt zu diesem Übersteuern. Etwas, was ihr auf jeden Fall vermeiden solltet. Und ich hatte hier Glück, dass es nicht hundertprozentig nass war, sonst wäre ich bestimmt abgeflogen, sondern noch schon dabei war abzutrocknen, sodass ich das Auto auf der Straße halten konnte. Aber Faustformel ist, wenn es feucht und rutschig ist, lieber in einem höheren Gang bleiben, damit das Auto nicht so schnell instabil wird. Der dritte Clip ist aus so meiner 120. Runde Nordschleife. Da war ich einfach zu ehrgeizig. Wir kommen hier in den Streckenabschnitt Adenauer Forst und die Strecke ist schön leer. Und hier gehe ich früh ans Gas und das Auto untersteuert. Und wir kommen viel zu weit auf den Curb raus und fahren beinahe in die Leitplanke. Das ist auch etwas, einfach zu viel Ehrgeiz, obwohl es ja bei den Touristenfahrten um nichts geht, sondern nur um den Genuss der Nordschleife. Und da kann man sehen, geht es lieber etwas ruhiger an, damit ihr nicht einfach durch Übermut in die Leitplanke fahrt, durch Untersteuern, weil ihr zu früh auf dem Gas seid. Und zu guter Letzt, hier folge ich diesem Peugeot 206 RC und wir beide sind recht flott unterwegs, ähnlich schnell und wir kommen hier auf die Kurve dreifach rechts zu und beim Einlenken habe ich etwas übersteuern, muss gegenkorrigieren und komme dann von der Ideallinie weg und das Auto hat viel weniger Grip und will einfach nicht mehr um die Kurve fahren. Und am Ende komme ich sogar noch mit einem Hinterrad in den Dreck und muss halt nochmal komplett gegenlenken, weil das Auto übersteuert. Auch hier wieder ein Fehler, der dadurch entsteht, wenn man zu ambitioniert unterwegs ist und auch wenn man sich vielleicht durch anderen Verkehr ablenken oder ein bisschen provozieren lässt, weil man denkt, haha, ich kann genauso schnell fahren wie der. Man sollte sich lieber auf sich selbst konzentrieren und dann sicher um die Nordschleife fahren und sich nicht in Rennen verwickeln lassen, die meistens nur in seinem eigenen Kopf stattfinden, weil am Ende der Ausfahrt der Touristenfahrten steht dort niemand, der euch einen Pokal überreicht, weil ihr so klasse gefahren seid. Ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt mir ein Like und überlegt euch, den Channel zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Hier kommen demnächst weitere Videos zu Tracktool-Umbauten für die Nordschleife und alles weitere rund ums Thema Auto. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Ciao.